Also ich bin Alexander Bulin, Geschäftsführer der Peter Bade GmbH. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen seit 1929 hier im Herzen von Schleswig-Holstein. Wir beliefern alle Lebensmittelbetriebe hier, also von Frischfleisch über Butter, Käse, kleine Salate. Das alles transportieren wir. Deswegen ist uns das so wichtig, dass unsere Transporte immer sicher und gekühlt an ihr Ziel kommen. Also wir haben uns gedacht, das kann ja wohl nicht sein, dass es immer noch diese kabelgebundenen Sensoren gibt und dass es da nichts Neues oder Besseres gibt. Und sind dann auf T-Com gekommen und fanden das sofort gut, dass es drahtlose Temperaturfühler sind, einfach zu installieren und direkt im Portal sichtbar. Und das ist natürlich dann auch recht charmant, dass man auch das Lager gleich mit verbinden kann. So hat man ein Portal für alles, für die LKWs, für das Lager und alles auf einen Blick. Also zuerst wollten wir nur die Temperaturfühler ausrüsten lassen von T-Com, aber in dem Zuge haben wir auch gleich die Tanksensoren mitgemacht und die Kopplung mit den Trucks, dass wir eine Truck-ID haben, dass wir genau wissen, welcher Trailer hängt hinter welcher Zugmaschine. Und das ist für uns alles auf einen Blick sichtbar, wofür wir vorher mehrere Portale brauchen, um zu gucken, Mensch, wer ist denn nun wo hintergekoppelt? Das können wir jetzt alles auf einem Portal sehen. Wie gesagt, früher, wenn ein Kunde einen Temperaturbericht haben wollte, dann mussten wir erst zum LKW gehen, also warten, bis er hier wieder auf dem Hof ist, dann den Bon ausdrucken. Und heute, wenn er anruft und sagt, Mensch, ich brauche einen Temperaturausdruck von letzter Nacht, muss ich nur ins Portal gehen, kann den PDF erstellen und direkt per E-Mail rübersenden. Der Kunde weiß, Peter Bade ist transparent, hat nichts zu verbergen, da werden keine Berichte manipuliert. Es geht direkt automatisch auf ein System heraus. Er kann auch direkt live sehen, wie ist die Temperatur gerade von meiner Ware. Und wir haben dadurch viel weniger Unterbrechungen.